Sometimes it's for the best that the gods don't answer to prayers. Und so heiße ich euch willkommen zur letzten Folge von The Hive. Wir haben dieses letzte Territorium erreicht und müssen hier unsere Basis aufbauen. Und sollten die natürlich am besten genau neben ein Erzvorkommen setzen. Das ist hier unten. Und Nahrung, die ist hier überall. Das heißt, wir werden ein Hive direkt hier hinsetzen. Direkt vor die Eingangstore dieses Tempels setzen wir unser Hauptgebäude, unseren Hive. So, ja. Danke, dass ihr mich über diese ganze Staffel begleitet habt. Bedeutet mir sehr viel. Es ist ja bekanntlich immer so, dass die ersten 1, 2, vielleicht auch 3 Folgen richtig gut ziehen und dann bleibt der harte Kern für diese Serie zurück. Das ist auch im Fernsehen so. Und jetzt schauen wir mal rein, was uns hier erwartet. Ach je, okay. Wow. I can feel the orb of life's presence. Its power radiates on these halls. The fallen Chalatoi champions are brought to this temple. If they are worthy, they will be raised to serve in Undeath. If not, they will be tossed to the depths below. The orb of life lies in the main chamber. We must find a way to reach it. Okay. But first, defeat the temple guardians. Das wird schon schwer genug. Die Guardians sind nämlich ganz schön groß, glaube ich. Sie sind ungefähr so groß wie mein Haus. Aber hey, nichts leichter als das, oder? Also wir fangen wie immer an. Wir ziehen die ersten Arbeiter hoch. Unsere Käferchen. Wir benötigen Nahrung. Wir haben hier halt sehr viel von den Fischen. Das heißt, wir haben sehr viel längere, nachhaltigere Nahrung. Hier unten... Ich weiß nicht, ob sich hier Tiere einfinden, aber wir können... Ah, wir können uns hier rein minern. Seht ihr das? Hier sind Felsen, die sind frei. Jetzt schon gefunden. Okay. Baut er das jetzt unter Wasser ab? Schmeißt er den Fisch halbwegs ins Wasser? Na gut. So, nochmal 2. Einer soll hier hin. Der andere. Geht gerade die Dinger ab. Nee, mehr Ressourcen sind hier auch nicht. Und hier oben habe ich das Gefühl, werden uns dann schon die ersten Gegner erwarten. Mal gucken. Wir müssen halt eine schlagkräftige Truppe aufbauen. Und dann laufen wir in diese Chamber hier links rein. Also erstmal hier rein, um die ganzen Typen zu beseitigen und dann buddeln. So, Barracks. Können wir hier sogar 2 bauen für die Produktionsgeschwindigkeit. Nicht für die Population, sondern für die Geschwindigkeit. Die Population erhöhen wir mittlerweile, ich glaube, nur anfänglich durch die Baracke. Wir haben so eine Maximum-Population, die können wir nicht erhöhen. So, da ist die Baracke. Ich mache mal einen kleinen Versuch. Schick ihn dahin. In der Hoffnung, dass er nicht drauf geht dabei. Aber das sieht noch alles... Sieht noch alles in Ordnung aus. So. Wir kommen mittlerweile auf 365 DNA-Punkte, also... Ich weiß nicht, wie wir hätten eventuell komplett alles updaten sollen. Weil wir haben, bin ich der Meinung, wirklich alles ausgegraben, was auszugraben ging. Also ich bin kein Freund von, ich nehme Abkürzungen und mache das dann nicht. Von daher
bin ich da mal etwas gespannt. Wie sich das so ergibt. Ich bin auch sehr gespannt, ob er angegriffen wird, wenn er hier diese Fische jetzt holt von hier oben. Nein, passiert nicht. Sehr gut. Und hier oben ist auch Nahrung. Aber hier ist auch ein Lagerfeuer. Also hier werden uns 100 pro Gegner erwarten. Aber ich finde gut, dass wir hier so viel Fisch haben, dass da oben die ersten kleinen Lebewesen hocken. Das heißt, wir können innerhalb kürzester Zeit uns, denke ich, ziemlich schnell und ziemlich stark aufbauen. So, ich überlege gerade, ob wir mit den Mineralien hier unten... Nee, ich speichere hier den einmal. Das ist unsere Königin. Unsere Königin rüsten wir jetzt erstmal aus. Sie kriegt Klauen. Die Klauen bewirken, dass sie einen an Verteidigung verliert. Das heißt, wir sollten ihr auch auf jeden Fall Verteidigung wieder zurückgeben. Das bringt fast gar nichts. Okay, dann kriegt sie jetzt noch den... das Amulett. Und das hier wäre ein Helm. Haben wir überhaupt Helme da? Ich bin der Meinung, wir haben gar keine. Nee. Jetzt ist sie ziemlich kräftig. Wir sehen leider nicht diese Dinge. Also, das wäre noch schön. Ich habe eine Info für euch. Über Steam steht ja nicht Early Access. Ich habe immer gesagt, das ist eine Early Access Version. Im Grunde ist sie es auch. Die Entwickler haben gesagt, sie wollen weitere Units einfügen und so weiter und so fort. Also, das Spiel ist nicht fertig. Es wird sich weiterentwickeln. Ich hoffe halt, dass wir... ja, von The Hive noch ein bisschen mehr sehen werden. Vielleicht auch anhand der schönen Grafik, vielleicht auch dann eine obere Welt. Bin ich mal gespannt, was uns das Ende dieses Levels auch zeigt, was dann passiert. Vielleicht, ich weiß es eben nicht, also ich werde hier keinen spoilern können. Denke, das ist positiv. Gut, wie teuer ist unser Avatar? 100 Nahrung. Auf den sollten wir auch sparen. Die 100 Nahrung, das wird schon schnell funktionieren. Wir grasen ja diese Fische hier ordentlich ab. Wir haben jetzt 3 Legionärstruppen und eine Königin. Damit gehe ich mal oben zur Treppe. Und dann gleich den Avatar für die Verteidigung der Basis. Und mit den Käferchen gehe ich hier oben die Treppe hoch und säuber das Plateau. Ich gucke zumindest, ob es geht. Ob meine Stärke ausreicht. Jetzt aktiviere ich gleich schon mal den Bau des Avatars. Und zwar genau jetzt. Vorsichtig mal rantasten. Erstmal gucken. Einer. Wir locken die jetzt einzeln. Das ist schon mal gut. Jetzt. Den haben wir. So, nächster. Ah, nächste. Ne, das war nicht geplant. Eigentlich will ich nur einen. Eigentlich, wa? Dann mal ran. Schön ist, sie gehen gleich über in den nächsten. So, ein paar haben wir verloren. Ist aber nicht schlimm. So. Jetzt gucken wir mal. Riskieren einen Blick. Sieht gut aus. Wir haben hier Nahrung, wir haben Erz. Und was kommt hier? Kommt hier überhaupt was? Nein. Sehr gut. Dann einmal vor dem Tempel. Gucken, ob wir hier noch kämpfen müssen. Und wenn nicht, ist das schon mal freigelegt. Dann können wir hier oben auch, ah ja, unsere Worker Dan bauen. Da wird doch noch kurz gekämpft. Und zack.
glaube, soweit einschätzen zu können, dass es das war. Ja, dann zurück zum Hive. Unser Avatar, der steht hier schon. Sie könnt ihn euch mal vernünftig angucken. Hier sind die Augen. So, der hier wird bald fertig sein. Dann brauchen wir da oben noch einen weiteren, würde ich vorschlagen. Zwei, eins. Der holt die erste Nahrung raus. Der zweite geht an den hier. Hier geht einer hin. Das ist vorbereitet. Einen bräuchten wir noch für den Erzklumpen. Und ja, Mensch, wir haben noch einen Erzklumpen hier. Sehr schön. Dann brauchen wir sogar noch einen. Weil die Fische, die sind eigentlich ziemlich ergiebig. Das dauert noch, bis wir die leer gefischt haben. Aber diese Tiere ergeben ganz, die bringen ganz viel Nahrung. Sehr viel sogar. So, jetzt zeige ich euch das mal. DNA-Punkte 750 fürs Update der Kampfkraft. Das ist schon teuer. So, hier stehen unsere Truppen samt Avatar. Ich würde sagen, wir bauen nochmal drei Legionäre dazu. Seht ihr hier unten auf der Karte diesen Abschnitt hier? Den kann man ganz schlecht einsehen. Ich würde natürlich gerne wissen... Oh, den kann man wirklich ganz schlecht sehen. Ich springe mal wieder zurück. Da können wir aber auch nicht hin. Also der wird nicht uns irgendwas bringen. So, der Avatar, den können wir aber noch ausrüsten. Kriegt das Ding, das, das. Ja, machen wir mal so. Ich würde ihm gerne noch einen Ring geben. So. Ihr könnt sogar diese Kleinen ausrüsten, den ganzen Trupp. Aber ist jetzt ja gerade nicht notwendig. Okay, mit der Einheit hier gehen wir jetzt hier mal runter und säubern die andere Seite. Schritt für Schritt erstmal hier hin. So, es geht hier bis hier unten runter. Und hier erwartet uns wohl was. Okay. Erstmal hier sammeln. So, ein paar Bauaufträge erteilt in der Stadt, in der Hintergrund. Das heißt, wenn wir hier durch sind... Wir locken sie wieder. Ich will nicht zu groß die Chance aufkeimen lassen, dass wir hier Verluste machen. Und jetzt haben wir den Avatar dabei, der zieht auch enorm ab. So. Es ging jetzt so schnell, dass ich das jetzt doch so mache. So. Besiegt. Gut. Dann hier mal wieder zurück. Und der erste Arbeiter, der kann, macht die Truhe auf. Und dann haben wir zwei für die Nahrung hier. Das werden wohl auch die hier oben machen. Weil die haben jetzt schon zur Hälfte die Kadaver hier leergeräumt. Und wir machen ordentlich an Nahrung und Ressourcen gerade. Hier sind einige Bauaufträge erteilt. Kann ich eigentlich mal kurz das machen, was ich auch vorhatte? Eine zweite Baracke und danach geht's an den Fisch.
Dann können wir schneller produzieren. So. Vereinigt euch mal. Und zwei Rhinos. Die Rhinos rüste ich im Übrigen auch immer ein bisschen aus. Den ersten Angriff zu fahren. Ich würde schon fast sagen, wir locken. Wir pullen die hier raus. Oh, was ist er denn? Was ist er? Er leuchtet stark. Ja, erstmal auf seine kleinen Gehilfen. Und dann auf diesen... Der Geist ging schnell. Das sind Geister, ne? Keine Ahnung. Aber die können uns halt nicht sehr viel entgegenbringen. Bis jetzt, also bis wir hier zu den Haupteinheiten kommen. Ach ja. Futtern die sich hier durch die Fleischklopse hindurch, unsere Käferchen. Herrlich. So, hier oben kommen dann die Endbosse. Die werden... Erstmal freut man sich jetzt und denkt so, ey, cool, das geht ja schnell. Ich gehe mal in die andere Kammer nach rechts, weil ich die da oben, vielleicht leveln wir noch ein bisschen. Das wäre mir lieber. Das Level erkennen wir dann. Wenn wir aufgestiegen sind, wenn unsere Einheiten sehr stark leuchten. Ist eine große Muschel hier drin. Das Spiel ist auch eigentlich sehr liebevoll umgesetzt, finde ich, in allem. Es bietet halt sehr viele Möglichkeiten. Meines Erachtens ist derzeit mit der Story das Spiel nicht ausgeschöpft. Es wäre schön, wenn die Story ja ein bisschen ansteigen würde im Gesamtkontext, dass wir halt wirklich vielleicht an die Oberfläche kommen. Das hoffe ich noch so ein bisschen. So, erstmal kurz gucken. Der Rhino hier kriegt jetzt das noch, was wir gerade aufgesammelt haben. Irgend so eine Art Schild oder so. Und aufstocken können wir uns immer noch nicht, weil 750 haben wir noch lange nicht erreicht. Was wir aber hier erreicht haben, ist die Tatsache, dass wir hier noch eine Worker Den bauen. Und der Rest, der fertig ist, kommt mal vors Eingangstor, vor die Halle. Vor die heilige Halle. So, und können wir hier rein? Ne, hier noch nicht. Aber wir könnten uns hier rein buddeln. Und da ich nicht weiß, was uns hier erwartet... Und wir derzeit ja die Arbeiter hier davor holen, gehe ich mit den Arbeitern, die wir jetzt hier gleich sammeln, da zur Seite und grab uns mal in diese Festung hinein. Das sind, glaube ich, die beiden hier, ne? Die kommen hier mal her. Oder machen wir anders, damit das fixer geht. Er soll das mal machen. Der soll den jagen. Der soll das da bauen. Der hier möge das Vieh jagen. Und der hier hinten macht die Truhe auf. Dann haben wir es nämlich komplett. So, der buddelt sich jetzt hier rein. Ein bisschen mal mehr Platz machen für unsere Einheiten, weil wir doch recht viele sind. Ey, du sollst das da aufmachen.
machen wir hier sozusagen so einen kleinen Highway auf. So, jetzt geht's hier dann rum. Wir dann hier ins Tor reinkommen. Bin ich mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Ja, eine ganz schöne Arbeit für unsere Käferchen hier. Und den letzten Spalt, den öffnen wir dann mit der Armee in der Hinterhand. Manchmal geht das hier nicht. Warum auch immer. Und rein. Was erwartet uns? Erwartet uns überhaupt was zu kämpfen? Ja, so ein bisschen. Oh, hier ist eine Tür. Entschuldigt. Kommen wir nicht rein. Mal gucken, ob wir vielleicht da reinkommen. Hier im Übrigen wurde ja auch die Truhe aufgemacht. Gefunden wurde Rüstungsteile, das, was wir schon kennen. Der hier macht jetzt mal bitte die Truhe hier oben auf. Ach nee, das ist gar keine Truhe zum Öffnen. Das ist einfach nur Gold. So viel dazu. Aber was wir hier machen können ist, wir können hier zwei Türme bauen, falls das hier hinter uns eine Offenbarung bietet. Keine Ahnung. So, das heißt, die Truppe mal komplett zurück zum Hive. Hat ja nichts gebracht, hier reinzurennen, außer ein bisschen Gold und vielleicht die Freilegung dieses Weges, weil der hier ist versperrt. Ja, dann müssen wir mit den Einheiten, die wir jetzt haben, diese Typen da drin platt machen. Wird interessant. Interessant und schwer. Aber okay. So, dann rein. Vorsichtshalber bauen wir da auch noch zwei Türme vor die Tür, so wie wir es auch hier drin gemacht haben. So, und die heilen sich jetzt, während sie um das Ding herumlaufen. Gucken, ob überhaupt welche geheilt werden müssen. Scheint nicht so. Das sieht schon witzig aus. So. Oh, der läuft jetzt hier rein. Ach nee, der gehört zu dem Trupp. Ich dachte schon, es wäre ein Arbeiter, der jetzt hier Ressourcen irgendwie sammelt. Aber die drei Arbeiter kommen mal mit, ob wir da drin eventuell zuschlagen als Arbeiterfraktion, damit wir vielleicht dann doch den einen oder anderen Turm noch bauen, weiß ich nicht. Aber wir locken jetzt mal ganz vorsichtig den einen mal her. Riesig. Bisschen Angst gehabt, dass der schwer ist, aber anscheinend ist das nicht. Ich dachte auch, der letzte große, der Zuschauer, der von euch die letzten Let's Plays gesehen hat, hat gesehen, dass die auch so Special-Fähigkeiten hatten und es haben Steine regnen lassen und mit Steinen geworfen haben. Das hat dann so einen Flächenschaden verursacht. Gerade so ein bisschen Angst gehabt, dass wir hier einen Flächenschaden kriegen, aber dem ist nicht so.
die konnten uns nicht wirklich was entgegenbringen. These walls have the following carvings written on it. The chained children return. Under the seven-pointed star, Eye of Creation shall shine. These symbols, it's almost if those were meant for us. We must solve this puzzle to open the chamber doors. Dann schauen wir doch mal, was das für Symbole sind. Und was wir damit so machen können. Genau wie die hier. Das hier ist ein Königinnen-Symbol. Das hier. Ist das nur so ein kleiner? Nee, vielleicht ist es ein Rhino. Was ist denn das? Das hier war die Königin, ja. Ist das ein Hand? Ach, ein Hunter ist das. Jetzt sehe ich es hier unten. Ja, na klar, ein Hunter, okay. Ich glaube, das Symbol ist der. Kommt man ganz schlecht sehen. Und das Symbol hier oben sieht man auch richtig schlecht. Lange Beine. Einer von den beiden. Aber ich glaube, das hier ist so ein kleiner. So einer hier. Ja. Bei dem Ding hier oben bin ich mir nicht sicher. Könnte der sein. Den Flecken? Nee. Ist doch ein Rhino? Das wäre aber Quatsch. Nee, Symbol hätte mir das gezeigt. Nee, kein Rhino. Hm. Oder ist das das... Nee, der hat so Flecken drauf. Oder ist das der gleiche? Ja, sonst haben wir ja kaum noch eine Auswahl. Könnte auch ein Arbeiter sein. Ja, vielleicht ist es ein Arbeiter. Und dann öffnet sich diese Tür vielleicht. Mal gucken. Ob der Arbeiter gemeint ist. Hier unten seht ihr ihn. Das Symbol hat auch so Flecken hier. Das sind alles Symbole, die wir nicht... Das sind wir nicht. Also wir haben keine... Das sind wir nicht, wie vier. Das können wir nicht füllen, aber die hier könnten wir füllen. Ja. The puzzle box of the great old ones. Its power can be used to reach the final chamber. Okay, mit dem Ding kommen wir in den letzten Raum. Und wir müssen vorsichtig sein, okay? Okay. Etwas gruselig, aber okay, wir schauen mal. Schau mal, was uns hier erwartet. Erstmal reingehen. Nicht gleich reinrennen. Erstmal gucken. Gucken, wer so guckt. Und dann nehmen wir uns das Ding. Poisoned earth carries the stench of the dead. We
must dig our way to the second chamber. Das haben wir schon. Sehr interessant, wie ich finde, dass das so geklappt hat. So, dann gleich mal weiter hier rein. Dann bin ich mal gespannt, was uns in diesem langen Korridor hier unten sind. Maschinen. Oh, das sieht nach... Das sind, glaube ich, Fallen. Seht ihr das? Ja, das sieht man super schlecht. Ich zeige es euch gleich, was ich glaube, was es ist. Erstmal hier reingehen. Das meine ich. Watch your steps. Ja. These halls are protected by deadly machinations waiting to rend flesh again. Ja, ich sehe das. Also, wir nehmen erstmals... Okay, jetzt drehen sie sich. Ach, herrje. Wow. Wir haben keinen verloren. Ich bin baff. Ich hätte gedacht, es legt die ersten oder die letzten. Gut. Letzte Chamber hier, bevor es weitergeht. Dann ab ins Wasser. Wir gehen hier voll den Weg, den wir gehen sollen. Machen wir diese Urukai-ähnlichen Viecher platt. Flash Render. Aber irgendwie seid ihr nicht ansatzweise mächtig. So, der letzte Orb, bevor es dann zur Hauptkammer geht. The relic requires a sacrifice to fuel its power. Okay, wir opfern unsere vier Arbeiter. Unfortunate loss for the greater good. Wie die Opfergaben früher. Okay. Tür ist offen. Drehen die sich jetzt noch hier unten, die Maschinen? Müssen wir gleich mal gucken. Und das ist jetzt, das Tor ist offen. Wir haben die drei Türme hier. Die Arbeiter hole ich mal zurück. Oder haben wir die Maschinen dadurch jetzt ausgemacht? Oder gehen sie an, wenn ich daneben stehe? Sie sind aus. Okay. Da wollt ihr hin. Könnt ihr es auch alleine machen? Findet ihr den Weg? Ja. Man merkt richtig, wie die kurz stoppen und der Weg berechnet wird anscheinend. Das ist immer sehr niedlich. Diese Türme bräuchten wir nicht mehr. Wenn ich das jetzt mache, kriege ich da Ressourcen wieder? Nö, die... Okay. Gut. Nicht schlimm. Aber ich, bevor wir da jetzt reingehen, die solve ich die Dinger nochmal. 610. Ach, ich habe gedacht, wir kommen eventuell so weit hin, dass ich hier was updaten kann. Gut, ich könnte die Regeneration des Medics erhöhen, aber... Ach komm, das erforschen wir mal noch. Was soll der Geiz? Die letzte Kammer sieht hier eh recht interessant auf dem Bild aus. Da bin ich eh gespannt, was so uns jetzt erwartet. Aber wir haben eine schlagkräftige Truppe. Unsere Arbeiter gehen mal zur Seite. Ja, und hier im Dunkeln liegt verborgen der letzte Kampf, denke ich. Der uns alles abverlangen wird. Ich rechne auch mit Verlusten. Ich rechne auch mit Flächenschaden und mit Spezialfähigkeiten. Das ist der Orb. Der Orb, der uns die Tür öffnet. Ich hätte jetzt auch die Einheit nochmal etwas regenerieren können, glaube ich. Ich kann sie auch einfach hinstellen, dass der Medic das macht. Sich nochmal kurz drum kümmert.
Wir haben die Errungenschaft Researcher. Also ich bin schon fast der Meinung, dass wir alle Errungenschaften ausgearbeitet haben. Ah ja. Sieht aus wie Planeten und Monde. Sieht cool aus. The orb of life. It is the source of almost all life on Eden. Its essence seeps into the water, creating life on every part of the planet. Okay. So ist das Leben hier also entstanden. Eher durch Energie. Den versteht man ganz schlecht. The source of life and even the dead may walk again. Ich glaube, wir kriegen eine Armee von Toten vorgesetzt. So klingt das. Oder nur er? Ich habe jetzt damit gerechnet, dass hier jetzt Skelette auftauchen, so wie er geredet hat. Der hat 100 pro Flächenschaden. Ach, hey, ja, hat er. Oh, oh, der zielt. Wie böse. Er hat uns verflucht. Gibt's ja aber nicht. Oh, raus hier. Raus, raus. Ach, herrje. Zurück. Zurück, zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist der... Okay, mit der Dauerbeschallung, mit der diesem Dauerangriff habe ich gar nicht gerechnet. Alter, zieht der viel ab. Hier oben hat es richtig Leichen gehagelt. Oh Mann. Okay, zurück, regenerieren. Die Arbeiter sind unsere Kundschafter, ob er rauskommt oder nicht. Und unsere Türme machen den Rest hier, aber ich glaube nicht, dass er rauskommt. Wir produzieren schnell nach. Wir haben ja... Mann, haben wir viel verloren. Heftig. Aber hey, wir lernen aus Fehlern. Nächsten Mal werden wir uns anders bewegen. Aber ja klar, der muss ja auch stark sein. Es ist ja auch der Endgegner so ein bisschen. Deswegen habe ich auch eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt einen auf den Dötz kriegen. Ein Medic mehr. Wir werden jetzt in Wellen angreifen. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Die lassen wir kurz produzieren. Da kommen jetzt unsere letzten Legionäre raus. Die letzten beiden. Das sind dann auch sozusagen... Es ist die erste Angriffswelle. Die Legionäre stelle ich schon mal hier zur Seite. Dazu gehört der Avatar und auch die Königin. Die Rhinos kommen mal zur Seite. Die führe ich dann speziell ran. So... Oh, wir haben sämtliche Fernkämpfer verloren. Das ist auch übel gewesen. Die Fernkämpfer kommen zu den Medics dazu. So, das ist Trupp 1. Das ist Trupp 2. Das ist Trupp 3. Dann gucken wir doch mal, ob wir vielleicht in so einer etwas intelligenteren Schwarm-Taktik ihn platt machen können. Wir haben ihn ja nicht viel abgezogen. Wir haben nicht mal 50% mit unserem Angriff abgezogen. Das müssen wir besser timen jetzt. Vor allem, weil er jetzt schon so nah an der Tür steht. Vielleicht, wenn wir ihn wissen, können wir ihn herauslocken. Vielleicht können wir ihn rauslocken, dass wir ihn auf einen engen Bereich ziehen. So, Trupp 2 sind die Rhinos. Die ziehe ich auch als erstes rein. Dann kommen hier Medics und Fernkämpfer und dann kommt... Erstmal gucken, wie viel die Rhinos machen können.
Und rein. Die Rhinos lasse ich mir mal komplett angreifen. Ja, im Moment sieht es noch gut aus. Einer der Rhinos soll mal rauskommen. Ich kann den immer, man kann den immer so schlecht einzeln anwählen. Das ist echt nervig. So, jetzt volle Attacke. Alter Schwede, zieht der viel ab. Das ist echt irre. Nein, raus. Oh, abgewählt. Echt die Truppen abgewählt. Das gibt's ja nicht. Zurücklaufen jetzt. Das ist noch so ein bisschen buggy, muss ich zugeben. Also da ist noch die Steuerung manchmal ziemlich kritisch. Aber die Rhinos waren super. Ich denke, wir brauchen da nicht mehr viel. Aber trotzdem, da war die... Oh, er kommt raus. Das ist irre, dass wir uns bewegen und er zielt auf die... Trotz der Bewegung sehen wir das jetzt. Reißt das ab, wenn wir uns entfernen? Also wir müssen tatsächlich eine Einheit opfern dann, die er anvisiert. Natürlich witzig, wenn die Türme ihn jetzt zur Strecke bringen. Aber wir müssen unsere Königin und unseren Avatar kurz heilen, weil sonst haben wir ein Problem. So, und da die Rhinos so lang, so gut aushalten, bauen wir jetzt mal komplett Fernkämpfer. Und er kämpft jetzt gegen den Turm, richtig? So gut, der Turm zieht ihn immer so ein bisschen ab. Das ist akzeptiert. So, der Avatar ist auch aufgeladen. Wird ihm mit seiner... Schmetterattacke angreifen. Ja. Den haben wir. We must burn the corpse. He must not be allowed to return to this world again. Und wir verbrennen die Toten. Wunderbar. Fiese Käfer verbrennen die Toten, okay. Verwirrend. Our long journey has led to this moment. The Forerunner Relic is ours. Und was passiert jetzt? Die Planeten ziehen in den Planeten Eden. Oh. Okay. Ich glaube, da öffnet sich ein Tor. Oh, das sieht technisch aus. Ach hey, was ist das denn? Das kann das Spiel jetzt nicht ernst meinen, oder? Wir haben doch kaum noch Rohstoffe. Oh Mann. Oh. Okay.
Alter! Zurück. Wirklich zurück. Regenerieren. Wir brauchen Nahrung. Wie sollen wir das hinkriegen? The Drowned God. Das ist das Vieh. Oh, wie sollen wir... Ich glaube, ich hätte das vorher anders timen müssen. Und ich glaube nicht, dass wir das heute so schaffen. Da bin ich ja mal gespannt. Dann mal zurück mit den Einheiten. Und einmal Regeneration anwerfen. Ich glaube, die Kombination aus Rhino und Fernkämpfern ist gut. Ich habe irgendwie, wenn er jetzt hierher kommt, der hat ja schon Energie verloren. Ja, mal gucken, was passiert. Okay, es war einfach nur ein Geist anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt packen. Und da wir kaum noch Nahrung haben, ist das ja schon fast unser finaler Versuch. Wir können nicht speichern. Oh Mann, okay. Okay, ich versuche jetzt erstmal was. Boah, die schießen jetzt schon auf uns. Alter, ist das heftig! So schnell ist man noch nicht. Die haben jetzt ja schon wieder... Ich müsste jetzt wieder zurückrennen. Gott, wie nervig. Okay, versuchen wir etwas. Diese Kralle muss erstmal weg. Okay, wenn wir schnell genug ausweichen, geht das. Okay, erstes weg. Ich weiß nicht, muss ich alle Krallen platt machen überhaupt? Boah, weg. Oder kann ich ihn direkt angreifen? Nee, wir müssen die Krallen plätten. Okay. Die Fernkämpfer wegziehen. Ein bisschen Angst, dass die mir draufgehen. Oh, Moment mal. Warum denn nicht gleich so? Allem Anschein nach. Geht das mit den Fernkämpfern doch viel besser? Warum nicht gleich so? Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, wir müssen da oben noch kämpfen und ich muss den Flächenschaden ausweichen, der jetzt wieder kommt. Der aber anscheinend die Fernkämpfer nicht angreifen will. Also nicht die angreift.
Und ich werde sie auch gleich nochmal zurückschicken zum Regenerieren. Ein bisschen Angst, dass die mir alle gleich umfallen. Nein! Ach, Mann! Shit! Oh, also, das ist wirklich das Einzige. Klar, man kann seine Einheiten bewegen. Ich bin jetzt zu weit weggegangen und habe in dem Moment nicht geguckt, dass hier in den Weg was gelegt wird. Das war unklug einerseits von mir, andererseits ist die... ist Balancing hier gerade mit der Menge an Nahrung, die wir haben, echt schwer. Und die Laufwege ziehen sich. Und ich habe das Gefühl, das sind echt viele Arme. Das sind ja noch 1, 2, 3, 4 Arme. Also wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Ich versuche das mal hinzukriegen, dass wir... Also wir sind ja eh schon ein bisschen gesprungen in diesem Video. Und ich versuche es natürlich hinzukriegen, dass wir das jetzt alle... Gut, wir sind jetzt wieder mittendrin hier. Ich habe das in zwei Truppen geteilt. Die erste Truppe als Fernkampf vernichtet nach und nach jetzt diese Arme. Weil wenn wir mit Nahkampf reinlaufen, klar, wir ziehen jetzt nicht so viel ab, was wir machen können, in der Hoffnung, dass es ausweichen. Wir können diesen Einheiten Abilities geben, damit das schneller geht, also Ausrüstung geben, damit sie besser sind. Ziehen noch recht gut ab. So, die Nahkämpfer hier ran, die Fernkämpfer laufen. Hallo. Manchmal ist die Steuerung... Er hat jetzt nicht registriert, dass ich hingeklickt habe. Das ist beim schnellen Ausweichen echt blöd. Und kann richtig für Probleme sorgen irgendwann. So, die greifen jetzt den an. Ich denke, der Drowned God wird zum Schluss sterben, wenn wir diese Tentakeln vernichtet haben. Bitte. Oh. Hier mal machen. Der hat ja auch einen kleinen Fernangriff, der echt hier abzieht. Den Avatar wieder mit. Unsere Einsatztruppe hier hin. Ausweichen sollt ihr. Ausweichen. Ich hab geklickt, Mann. Gibt's ja wohl nicht. Bisschen konzentriert. Nein! Weiter. Oh. Nicht die Fernkämpfer, die brauche ich heute noch.
So. Nee, der soll ruhig die Angriffe auf sich lenken. Das ist eine super Sache gewesen. Alles rauf auf den. Mann, ey, ich hab's geklickt. Wirklich, ich hab's geklickt. The Dark God is summoning the void through this world. Use the Orb of Wisdom to shield our troops! Huh, okay. Hurry, strike the abomination down before the ritual is complete! Ich glaube, der hat uns alles gekillt hier draußen an Einheiten. Ausweichen. Nee, ne? Och Gott, wie anstrengend. Okay, Leute, wir spulen mal wieder ein bisschen vor. So, jetzt gehen wir wieder in den Infight mit unserem Gott. Können ihn nicht aus der Sphäre aus angreifen, leider. Aber das ständige Besiegen der Tentakeln, wenn man keine Nahrung hat, ist etwas anstrengend. Ich hoffe, dass wir ihm jetzt genug abziehen können, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass uns gleich wieder Tentakeln erwarten. Drowned God lied defeated. Only death was eternal. Conflicts that had raged for a millennia came to an end. A path of destruction was left across the underworld. A small price for freedom and the wonders of surface that awaited them. The gates of Thanatos were discovered. A massive relic of the Forerunner origin. It was opened by the power of the orbs. Beyond the gate, they found steps leading to the surface. The march would take days. Deep within the great desert, first of the insectoid would step from the darkness of the underworld into the light. The age of discovery had begun. Okay, meine Lieben, es hat echt lange gedauert, ich musste zwei Anläufe machen, hab zusätzlich ganz zum Schluss dann ein zweites Mal verloren, weil ich ein kleines Steuerungsproblem hatte und bin der Sache jetzt ausgewichen, indem ich, Achtung, 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 bitte mich nicht hauen dafür, aber ich habe das Endvideomaterial eines anderen Let's Plays mir angeguckt und hab euch nur ganz kurz den Abspann gezeigt. Nach dem Kill. Ich war ganz kurz davor und ich hätte es, ich schätze, noch dreimal anfangen können und es wäre wieder irgendwas passiert. Dazu als Information, die Version ist noch nicht so ganz final. Die Steuerung der einzelnen Einheiten ist noch nicht ganz perfekt. Okay, das werfe ich aber auch keinem vor. Das Spiel ist über Steam zu kaufen. Ihr könnt es selbst natürlich probieren, ob ihr es wesentlich besser hinkriegt als ich. Einige schaffen es bestimmt.
Ich bedanke mich, dass ihr diese Let's Play Season zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr dann bei den nächsten Staffeln der anderen Spiele natürlich weiterhin mit von der Partie bleibt. Und ich hoffe, ihr hattet Freude am Spiel. Und bis dahin, macht's gut. Das war Zigaro mit The Hive.